Eine Luftfeder von RockShox ist mit eingebaut. Ja, wir sprechen hier über ein Trekkingrad, das per se schon mal sehr, sehr einsetzbar ist auf verschiedenen Terrains. Man kann es zum Beispiel auf lockerem Untergrund einsetzen, auf der Straße. Es ist sehr komfortabel durch die Bereifung. Ich grüße dich, Nico. Ben? Kannst du das denn liefern überhaupt? Wir sind heute am 3. Februar 2023. Das tolle Kathmandu, das, was wir hier jetzt sehen, ist das denn noch zu haben? Das ist noch zu haben, ja. Wir haben das Glück, in diesem Modelljahr, sprich 2023, von den begehrten Kathmandu-Modellen hier das Flaggschiff, das SLT, wirklich Räder am Lager zu haben und auch durchaus in der kommenden Zeit einiges an Modellen zu erhalten, sowohl als klassische Rahmenform, wie wir es hier sehen, in der Diamantform oder halt auch als Trapez oder wiederum als Tiefeinstieg. Es sind alle Räder vorgeordert, geplant, werden gebaut. Also ganz anders wie im vergangenen Jahr, da wurden auch Räder gebaut. Aber es sind einfach jetzt mal wenigstens ein paar freie Modelle da, nicht alles. Und das SLT ist immer wieder von Jahr zu Jahr, auch wenn es das teuerste Modell in der Serie ist, mit das begehrteste Fahrrad, was wir einfach haben. Es bietet rundum eigentlich alles, was der Trekking-Reiseradler oder sonstiges halt auch wünscht. Wir haben Top-Komponenten. In dem Falle wissen wir ja, bei Cube ist der Antrieb immer von Bosch kommend, sprich der stärkste Motor, der Bosch Performance CX mit 85 Newtonmeter. Wir haben den großen 750 Wattstunden Akku mit integriert. Den größten. Den größten, genau. Wir haben das neue Remote Smart System. Wir haben das Kiox 300 Display. Wir haben eine komplette XT-Schaltgruppe inklusive Bremsanlage. Das ist die beste Schaltgruppe, in der es gibt nur eine XTR, aber dann, das ist schon High-End. Genau, das ist einfach schon wirklich für ein Trekkingrad. Man muss ja mal dazu sagen, es ist ja eine Gruppe, die aus dem Mountainbike-Sektor kommt. Das heißt, hier wird sie ja natürlich nochmal ganz anders beansprucht. Aber in dem Fall ist es wirklich so ein Top-Produkt in diesem Bereich. Ganz klarer Favorit natürlich halt auch die Bei-Schulz-Sattelstütze. Wir haben sie in verschiedenen Videos schon gezeigt gehabt. Ist ja hier aus unserem Heimatland, aus dem Saarland, wo das Produkt ja auch herkommt oder besser gesagt entwickelt wurde. Also auch ganz feine Sattelstütze, die wirklich auch richtig gut funktioniert. Ich kann die Federhärten auf mein Körpergewicht austauschen. Ich habe einen verstellbaren Vorbau. Hier geht es natürlich auch viel um den Faktor Komfort, Sitzposition. Also auch das ist möglich. Wir haben jetzt hier knapp 30 Grad im Winkel. Wir können auf 0. Wir können aber auch auf 70 Grad hochgehen. Eine RockShox-Federgabel aus dem Mountainbike-Sektor kommend, in dem Fall eine Recon. Der Vorteil der Mountainbike-Gabeln ist einfach, sie funktionieren deutlich besser. Ich kriege einen deutlich breiteren Reifen natürlich auch mit verbaut und hier in dem Fall halt auch eine Luftgabel. In diesem Preissegment, wir sprechen hier von 4.499 Euro, ist das Rad wirklich top ausgestattet. Wir haben ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereifung natürlich halt auch auf Straße ausgelegt, wobei aber auch leichte Waldwege durchaus machbar sind. Du hast es auch schon gesagt gehabt, man könnte auch einen etwas grobstolligen Reifen drauf machen. Hier würde ich vielleicht aber eher auf die New Road Modelle gehen. Was ist das? Das ist im Prinzip die Modellserie, die aus einer Art Cross-Tracking-Rad ist. Großvolumiger Reifen, ähnliche Federgabel, ähnliche Geometrie, aber von den Genen her, sage ich mal, ein bisschen mehr waldlastig unterwegs. Der Reifen. Der Reifen und auch die Modellserie. Also, wenn ihr in den Wald wollt, dann kann man das grundsätzlich schon, denn ich sag mal hier vorne, wenn ich den Luftdruck ein bisschen absenke, habe ich viel mehr Auflagefläche und ich habe ein bisschen Grip hier drin. Aber es gibt sehr schöne Allround-Reifen, muss man sagen, denn ich kann hier jeden Mountainbike-Reifen benutzen. Habe ich 29 Zoll? 28 Zoll. Also wir sprechen immer vom klassischen 28 Zoll. Ja, aber es würde rein theoretisch ja auch ein 29 Zoll Reifen draufpassen. Das Volumen macht ihn ja erst zum 29 Zoll. Dann wird es aber mit dem Schutzblech nicht reichen. Ne? Das würde also nicht funktionieren. Deswegen ist in dem Falle halt die Modellserie, das sogenannte Cross-Tagging-Rad, schon interessanter, wo wir wirklich dann auch die gleichen Dimensionen, ob jetzt oder Rahmenformen, sprich klassischer Diamantrahmen, Trapez oder auch Tiefeinstieg bekommen. So, jetzt haben wir hier, das ist ein Diamantrahmen. Ja. So, dann, sag mal, typische Marktbegleiter in dem Segment, ich nenne mal einen Namen, Riese und Müller.
arbeiten ja mit extrem stabilen Konstruktionen, die wirklich auch schon brachial panzermäßig ankommen, so ein bisschen. Guck dir mal diesen Gepäckträger, diese Gepäckträgeraufnahme mal an. Die ist nicht irgendwie verbunden, das ist ein Teil des Rahmens. Genau, das ist schon immer so. Also wir haben wirklich den Verbund hier, man sieht es hier von der Querstrebe ausgehend bis hier hinten rüber und dann die Abstützung unten an den Ausfallenden ist eine komplette Rahmenkonstruktion. Ist in sich natürlich ein Ticken schwerer, es entfallen aber natürlich die Streben für den Gepäckträger. Wir sprechen also nur noch von einem Aufsatz. Das Schutzblech wird hier natürlich auch direkt fixiert an dieses untere Blech. Man sieht das hier an der Schraubverbindung halt auch. Hier kann ich Packtaschen montieren. Ich kann aber auch Körbe oder Ähnliches drauf machen per System. Ich habe immer noch eine Federklappe mit integriert. Also das Rad ist, was die Belastung hier angeht, wirklich top. Und ja, manche andere Hersteller, wie du sagst ja schon, Riese und Müller, sind natürlich auch ebenbürtige Modellbegleiter. Nur der Unterschied ist, dass wir hier mit 4.500 Euro schon das Ende der Fahnenstange haben. Das ist schon das Topmodell. Da geht es ja bei Riese und Müller noch ganz viel weiter. Andere Sache, da hat man dann Gates, Carbonriemen, der geht hier nicht. Ne? Das machen wir jetzt bei dem nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Die Nachfrage ist durchaus da. Wir haben das ja auch mit den HNF Nikolai Modellen, wo wir ja auch schon weit über 5.000 Euro. Ich wollte ja nur sagen, also wenn ich jetzt eine Kettenschaltung habe, spiel mit dem Gedanken, so wie das verarbeitet ist. Wir waren bei Cube im Werk. Wir durften zwar nicht zeigen, was wir gefilmt haben, aber wir haben gesehen, darüber können wir ja reden, wie die Qualitätskontrolle und das Simulieren von Lebenszeit funktioniert. Die haben eine Maschine, die simuliert einen, ich glaube, 100.000 Kilometer Rahmen. Und wir waren dabei, als ein Rahmen gebrochen ist, glaube ich, oder ein Rad war es irgendwas. Total aus dem Häuschen gewesen. Und der war wirklich, also als du die Maschine gesehen hast, was die mit dem Fahrrad gemacht hat, ja, das ist unglaublich. Also wenn die so einen Rahmen rausgehen, dann wurde getestet, das Ganze geschieht in Deutschland, nämlich in Bayern. Richtig, genau. Also es ist bei, ich weiß das jetzt auch von Scott, dort wird es im Endeffekt genauso gemacht. Man testet die Rahmen wirklich nicht nur nach der Norm, wie weit sie halten dürfen, sondern wirklich bis zum Brechen, also bis der Rahmen wirklich scheitert und dann aufgibt aufgrund der Belastung, was aber weit über ein normales Fahrradleben hinausgeht. Das darf man halt wirklich nie vergessen. Gut, die wissen dann, wo er bricht. Das ist ja so, das sieht hier alles so unglaublich fett aus, aber diese Wanddicken, wir haben das gesehen im Video. Ist das hier Hydroforming das gleiche Verfahren eigentlich? Ja, wir haben hier ein Hydroforming definitiv, weil sonst würdest du solche Formgebungen gar nicht hinbekommen. Wir haben hier auch den großen Akku mit integriert. Wir haben ein komplett Kabelsystem, was hier innen rein verläuft. Also richtig feines Rad. Also, ja, also wirklich im gesamten Top, im gesamten Ausstattungspaket her, die XT-Bremsanlage, wir haben es ja eben schon gesagt gehabt, ergonomische Griffe, auch das spielt in dem Bereich eine ganz große Rolle. Von wem? Das ist von Acid, also von der Eigenmarke von Cube. Hier sieht man das ja, wenn ich das jetzt einfach mal umlege, dass der Handballen hier wirklich unterstützt wird, ne? Und dass mir das Handgelenk nicht weggeht, dass ich eine gerade Stellung auch vom Handgelenk habe und keine Fehlstellung. Also das ist das, was hier schon alles serienmäßig mit dabei ist, auch beim Sattel, auch ein eigenes Produkt von Cube. Komm, wir zeigen mal ganz kurz die Stütze mal, wenn du das mal gerade runternimmst. Mhm. Das Gewicht, was denkst du ungefähr? Sind wir bei 30? Wir liegen bei knapp 27, 28 Kilo. Okay, also das ist eine gefederte Sattelstütze. Das schafft Komfort. Die Federn kann man tauschen. Die Federn kann man tauschen, genau. Sie sind immer so in 10 bis 15 Kilo Bereichen abgesteckt. Und hier sieht man natürlich auch die Funktionen des Parallelogramms. Das ist eigentlich auch das Einzige, was wirklich effektiv funktioniert. Wir kennen ja die Sattelstützen, die wirklich nur linear arbeiten und einfedern. Problem ist aber einfach, dass es hier immer eine gewisse Verkantung halt auch gibt und das Körpergewicht ja nicht immer in, ich sag jetzt mal, in diesem Winkel einfedert halt auch. Deswegen ist dieses Parallelogramm deutlich effektiver. So, wenn du mal gerade dich trotzdem mal draufsetzt, bitte sei mal so nett, dass man mal sieht. Also wenn ich jetzt einen Stoß habe, genau, wenn du mal gerade ein bisschen hoch gehst, zeige ich das mal gerade. Also jetzt federst du und sollte es jetzt zum Beispiel Bordstein, es kann mal ein Schlagloch kommen. Du hast mal ein schönes Beispiel, Kopfsteinpflaster, das federt das alles weg und die Vordergabel, das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Wenn man das noch nie hatte,
Das ist sensationell. Du hast einen Komfort wie beim Auto fast, oder? Genau. Also wir haben hier eine reine Luftgabel, die natürlich auch von uns genauestens abgestimmt wird auf das Körpergewicht. Das ist ja das Schöne bei einem Luftelement. Wir können die Gabel natürlich auch blockieren. Das geht hier drüber. Hier sieht man dann dementsprechend, dass die Gabel dann steif ist. Alles, was sich jetzt bewegt, ist so gesehen der Restfederweg, den wir eigentlich haben, weil es ist ja ein hydraulisches System. Oder sie ist, doch, sie ist ganz zu. Aber an sich ist sie komplett starr. Mhm. Ja? Der Vorteil ist, dass zum Beispiel die Tretenergie dann nicht in die Feder läuft, sondern in Antrieb, beim Wiegetritt. Ja. Ja. Genau. Und da bist. Dann, was man auch sagen muss, es sind so Kleinigkeiten. Es fängt an mit dieser tollen Lampe, die integriert ist hier. Wenn du die mal gerade anmachst, bitte. Die sieht man so erstmal gar nicht. Die ist so hell und die leuchtet komplett 180 Grad. Das heißt, die ist sowohl von hinten extrem gut erkennbar, auch von der Seite komplett. Das ist unglaublich, wie die leuchtet. Und dann noch eine schöne Kleinigkeit, der Reifen hat einen leichten Pannenschutz. Das ist also auch ein großer Vorteil. Das heißt also, nicht jeder Dorn geht da direkt rein. Genau, wir haben einen leichten Pannenschutz mit drin. Wir haben in dem Fall aber auch den Reflexstreifen mit drauf. Das heißt also, Reflexstreifen ist ja genau das, was wir hier im Endeffekt eigentlich haben. Das ersetzt so gesehen die Reflektoren. Dann Shimano Bremsanlage, eine 4 Kolben vorne und hinten. Vorne und hinten, genau. Das heißt also hier maximale Effizienz natürlich halt auch. Beziehungsweise, Moment, wir haben doch eine 4 Kolben. So, dann Bosch Performance CX. Genau. Das ist der stärkste Motor in der Version Best 3, haben wir lange drüber berichtet, mit einem eingebauten Bluetooth-Modul, bei dem ich mein Handy koppeln kann und die Fahrstufen nochmal detailliert abstimmen kann, zum Beispiel auf Reichweite. Genau, das geht über die App, ist also so gesehen gar kein Problem. Wir haben viele Funktionen durch das neue Smart-System. Bedeutet natürlich, über die App habe ich jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, viele Spielereien. Natürlich ohne Aufpreis. Ohne Aufpreis, es ist direkt, wenn du das Rad startest auch. Wir können das hier gerade mal angucken, wir sehen, stehen hier auf OK. So, wenn du den QR-Code jetzt einscannst, kommst du direkt auf die Seite für die App runterzuladen, registrierst dich dort einmal, funktioniert auch ohne Probleme, keine Angst davor haben. Alles, was Bosch macht, ist sehr intuitiv, ist gut erklärt, also keine Angst vor Elektronik oder von irgendwelchen Apps, das funktioniert wirklich einwandfrei. Ja, eine schöne Geschichte sind mittlerweile die Zubehörteile, das wurde ja am Anfang angekündigt, dass das BES-3-System, das modular funktioniert über ein Bussystem. Wenn du mir das nochmal kurz zeigst, sollte mal so ein Kabel mal kaputt gehen, abgerissen werden, das kriegt man mittlerweile nach, oder? Genau, also prinzipiell jedes Kabel bekommst du einzeln nach, ne? Aber du hast wirklich nur die Steckverbindung hier. Und das steckt hier auch, hier unten drin, die ist überall so. Hier auch drin, das heißt, das Kabel, wenn es jetzt hier gerissen wäre, sage ich einfach mal, es hätte keinen Kontakt mehr, stöpsel ich hier raus, ich stöpsel es hier raus, nehme mir ein neues und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Einfach so. Einsetzen und fertig. Aber was gibt es denn schon schönes Zubehör? Gibt es ein Licht für vorne schon? Also hier ist ein Licht jetzt dran, aber... Hier ist ja ein Licht jetzt dran, genau. Also da gibt es die Möglichkeit, das immer darüber anzusteuern. Es funktioniert über den langen Taster hier oben. Jetzt startet es natürlich erstmal nochmal, die Lampe geht jetzt auch schon an oder respektive dann jetzt hier auch wieder drüber aus. So, sollte das Display gar nicht da sein, das Fahrrad fährt trotzdem. Das Fahrrad fährt trotzdem, ja klar. Sag mal bitte, also das Display mal abnehmen, sei so lieb. So, das wird so abgenommen, das kann man einfach mitnehmen und dann fährt es im Moment runter. Jetzt kann ich es wieder hochfahren, auch ohne Display bekomme ich hier an den Kleinen alles angezeigt. Genau, das heißt, hier siehst du im Prinzip den Unterstützungsgrad in den verschiedenen Farbvarianten und hier ist der Ladezustand des Akkus. Kann ich den Akku schlecht behandeln? Also hier ist ja so ein starker Akku dabei, wenn ich den zum Beispiel immer voll lade, weil ich hab zum Beispiel jetzt das Handy bei mir eingestellt, dass es nur bis 85% lädt. Braucht man sowas beim E-Bike? Eigentlich nicht. Also du lädst dann das System, wenn du es für richtig hältst. Es gibt nicht den Punkt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, nur bis 85%. Wenn du morgen eine lange Tour fährst, lädst du bis 100%, selbst wenn es jetzt schon bei 90 steht. Also wir sagen den Kunden immer laden, dann wenn es der Bedarf dazu ist. Ich muss es auch nicht ganz leer fahren. Entscheidend ist halt nur, wenn ich es überwintere irgendwo, den Akku entnehmen, ungefähr bei 2/3 Ladekapazität lagern bei warmer oder normaler Zimmertemperatur. 60% ungefähr. Das heißt drei Balken hier, das wäre ganz gut. Ja, okay, so. Okay. Der Lack ist ein Effektlack. Das sieht man vielleicht erstmal nicht, aber der ist richtig so ein Oil-Fast-Effekt. Genau. Also wir haben ja zwei Farben beim Kathmandu. Hier dementsprechend jetzt der Farbton, wo wir diesen Regenbogeneffekt so ein bisschen mit drin haben. Ich glaube, über die Kamera sieht man das auch ganz gut. Und tendenziell muss man aber sagen, sind die Trekkingräder in diesem Preisgefüge oder bei dieser Modellserie alle sehr dezent. Ich glaube, die andere Farbgebung ist komplett schwarz dann.
Also, jetzt habe ich das Beste vom Besten. Ich habe eine Vierkolben-Bremsanlage von Shimano. Ich habe eine RockShox-Feder aus dem Mountainbike-Bereich. Ich habe den stärksten Akku. Ich habe das tollste Display, muss man sagen. Das Kiox ist wirklich toll. Ich habe einen verstellbaren Vorbau. Ich habe die gefederte Sattelstütze von bei Schulz, die allein, ich glaube, 180 Euro kostet, wenn das rechnet. 200 Euro. 200. Ja. Gibt es das auch ein bisschen günstiger in einer anderen Version? Oder ist das die Speerspitze und es gibt keine andere? Natürlich, es gibt andere Modellvarianten. Es gibt das SLX, es gibt das Pro, es gibt verschiedene Modellvarianten. Ist der gleiche Rahmen? Ist der gleiche Rahmen, aber die bei Schulz-Sattelstütze beispielsweise ist nur im Topmodell drin verbaut. Und zwar die Batterie kleiner? Je nachdem. Also wir haben eigentlich bei vielen Modellen schon die 750 Wattstunden mit drin. Klar gibt es natürlich auch Varianten mit 625 Wattstunden, die ja auch mittlerweile Smart-System angegliedert sind. Nichtsdestotrotz muss man hier wirklich sagen, ist es im Gesamten so, dass die Kathmandu-Serie doch sehr breit ist. Wir fangen ungefähr grob bei 3.000 Euro an, bis dementsprechend 4.500 Euro. So, jetzt haben wir hier eine Rahmengröße, das steht immer schön, das ist geil, die haben es jetzt neuerdings, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder anders, aber die Rahmengröße steht schön drauf. Wir haben hier eine 58, das ist ungefähr L, oder? Müsste, glaube ich, auch mit draufstehen. In dem Fall, nee, haben sie es nicht mit drauf, müsste ein L sein, ja. So ein L, also 58 und die Wheel Size 28. Bekomme ich die gängigen Mountainbike-Bereifungen denn für 28 mittlerweile schon? Also gibt es einen Nobby Nick für 28, würde der passen? Na ja gut, ist ja dann immer 29. Wenn du 29 Zoll Nobby Nick Reifen kaufst, geht der auf eine 28 Zoll Felge drauf. Warum? Weil es der gleiche Durchmesser ist. Weil erst das 29 Zoll durch das größere Volumen zu einem 29 Zoll wird. Das ist ja sehr interessante keine Information. 29 Zoll Felge in dem Sinn. Okay, das heißt, also, der würde jetzt nicht passen, der Nobby Nick. Der wäre wahrscheinlich zu weit. Der würde auf diese Felge passen, aber er würde am Schutzblech quasi scheitern. Ja, das heißt, also dieser Abstand hier, den würde er quasi töten. Genau, hier hättest du dann das Problem. Also spätestens an den Seiten würden die Noppen hängen bleiben und natürlich halt auch, dass der 29 Zoll ein Zoll ja höher ist, wie ein 28 Zoll. Können das gerade mal zeigen? Die Felge ist genau die gleiche. Ja. Okay, 29 und 28 ist die gleiche. Das ist ein 29 Zoll. Nein, das ist ein 27,5. Der ist aber breit. Hier hast du ja 29. So, da haben wir 29 Zoll. Ich guck mal gerade, das ist 29 Zoll. Hier sieht man, der Reifen ist noch voluminöser und er ist höher. Er ist höher, genau. Also wir haben hier genau dieses eine Zoll, umgerechnet 2,5 cm im Umfang, was es dann höher aufträgt. Okay. Gibt es denn stolligere Bereifungen für 28 Zoll? Ja, gibt es auch. Also wir haben ja beispielsweise Smart Sam als gute Möglichkeit, als Mischbereifung. Weil hast du einen da mal hier zum Zeigen, Smart Sam? Schwalbe, da, zeig mal gerade. Das ist der Smart Sam, der würde passen. Den gibt es für 28 Zoll. Den gibt es für 28 Zoll, ja. So, das ist doch schon fast normal. Also wenn jemand, ich bin auf dem Land so und habe zum Beispiel irgendwelche Wege, muss durch kurze Waldstücke durch. Wäre das ein guter Reifen? Kann ich ihn tauschen? Also der Smart Sam ist für mich immer so die eierlegende Wollmilchsau. Du kannst gut auf der Straße fahren, durch den Mittelsteg, den du hier einfach hast. Und seitlich halt aber auch das Stollenprofil für den loseren Untergrund. Das ist halt wirklich das Optimum, was du da wirklich nutzen kannst. Es ist kein Matschreifen, es ist kein direkter Mountainbike-Reifen in dem Sinne. Also für Gelände oder was weiß ich, für den Untergrund. Aber es ist ein guter Kompromiss. Er ist viel bei den Mountainbikes auch verbaut, aber zum Teil halt auch in den Cross-Tracking-Serien, zum Teil auch manchmal auch im Trekkingradsektor, je nachdem, wie das Produkt ausgelegt ist. Ganz wichtiges Thema ist die Schnelligkeit. Diese Räder kannst du deutlich über 25 km/h fahren, auch wenn der Motor abschaltet. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zur Mountainbike-Bereifung, die ja viel Energie schluckt, dadurch, dass sie da ist. Aber dieser Reifen ist wirklich sehr schnell. Ja. Also ist ganz klar halt für Straße ausgelegt. Klar, Waldwege oder Ähnliches funktioniert auch ohne Probleme. Nur in dem Fall ist es ein schneller Reifen. Das heißt, man ist schnell unterwegs. Reichweite, was kann ich damit erzielen mit der großen Batterie? Wenn ich sag mal, zum Beispiel, ich wiege jetzt 90 Kilo, Eco-Modus. Dann ist die Frage, wie ist die Topografie, wie ist der Windwiderstand, der Rollwiderstand, alles das sind Faktoren, die es natürlich kann ich von hier nach Saarbrücken fahren, von St. Wendel? Kannst du. Kannst du. Wenn du nicht nur im Turbo-Modus unterwegs bist, mein Freund. Okay, das sind wie viele Kilometer? 30? Saarbrücken sind es schon 35, glaube ich. Ja, 30, 35 ungefähr. Also, das heißt, man. Also, von der Bandbreite her. Du kannst nach 30 Kilometern das Ding leer gefahren haben. Wenn du irgendwo in den Alpen bist und willst hoch zum Alpe d'Huez oder sowas, dann wird der relativ schnell leer gehen. Mit Gepäck und wiegst selber noch 90 Kilo. Du kannst aber auch im klassischen
im klassischen Sinne mit einem 750 Wattstunden definitiv über 100 Kilometer. So, also du kannst aber den gleichen Anstieg über einen Trick nämlich viel weiter fahren, indem du nämlich einen kleinen Gang wählst, indem du auf Eco-Modus oder nicht auf Turbo schaltest und einfach weniger Wegstrecke zurücklegst, nicht so schnell fährst und die Trittfrequenz gleich bleibt. Das heißt, dann kommst du wirklich irre weit. Immer ein Problem, was wir in der Werkstatt sehen, was ist das Erste, was verschlissen ist, das sind die unteren Ritzel bei einer Kassette. Leute schalten nicht. Genau, die Leute schalten nicht. Es muss mitgeschaltet werden, das ist ähnlich wie beim Auto auch. Ich kann natürlich im 6., 7. Gang das Auto über die Kuppe quälen. Tendenziell, natürlich heute meistens Automatik, wird es ja zurückgeschaltet. Genauso hier muss es auch passieren. Ich muss schalten, auch ich muss die gesamte Bandbreite mit nutzen. Es sei denn, ich sage, ich fahre sowieso immer mindestens 30 km/h, dann ist es was anderes. Aber es ist wichtig, das Schalten und nicht alles den Motor machen lassen, sondern wirklich die Schaltung aktiv verwenden. Empfehlen wir auch immer. Ist immer was eigentlich gar nicht so kommuniziert wird. Wir haben es jetzt mit aufgenommen aufgrund der Situation, dass wir es in der Werkstatt einfach halten. Gewährleistung auch. Ja. Wenn der Kunde. Viele sagen, naja gut, nach der Zeit darf ja das Ritzel noch nicht verschlissen sein. Ja, doch, weil es ist das kleinste hinten dann auch noch. Da greifen die wenigsten Zähne überein. Wir können es auch hier zeigen. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich dauerhaft auf diesem Ritzel fahre oder ob ich dauerhaft auf diesem Ritzel fahre. Der Verschleiß wird hier deutlich schneller eintreten. Das ist wichtig. Also viel schalten bitte. Letzte Frage. Sinnvoll schalten. Jetzt ist eine XT-Schaltung drauf. Gibt es auch dieses neue Automatikgetriebe? Geht das überhaupt mit dem Best 3? Also es gibt ja so ein neues, habe ich gesehen, das automatisch schaltet, eine 5-Gang-Automatik von Shimano. Das geht dann in der Form nicht. Das geht dann nur mit der 5-Gang-Schaltgruppe. Aber eine XT oder so hat keine Automatikfunktion. Keine Automatik. Das heißt, ich schalte? Kettenschaltung ist keinerlei Automatikfunktion. Meistens dann Nabenschaltungen. Kann ich mehrere Gänge auf einmal schalten mit einem Schaltvorgang? Das geht zumindest mal, was das Schalten nach oben geht. Nach unten nicht. Wir haben hier dementsprechend immer einen rastenden Weg. Wir können hier aber dann durchaus halt mehrere schalten. Bis zu drei, glaube ich, oder? Bis zu drei. Also genau. Ich kann drei Gänge auf einmal schalten? Also runterschalten geht immer nur dementsprechend Step by Step. Ein Ritzel nach dem nächsten und hochgehen bis zu drei dann. So, und du hast gesagt, das ist ein wirklich stark gefragtes Fahrrad für das Geld. Generell weil die Serie, das SLT, trotz dass es das teuerste Modell ist, auch mit eins der stärksten Modelle. Wo fängt es denn an ungefähr? Bei knapp um die 3.000 Euro geht's los. Sehr schön. Also, wenn ihr das seht, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Cube, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotzdem keine Ramsch-Marke, sondern eine sehr gefragte Marke, die, glaube ich, unglaublich viel Erfolg hatte, weil sie interessanterweise sehr gut liefern konnte. Es war, es gibt da ja so Stories, wenn, ich sag mal, irgendwas nicht kam, teilweise 21er Modelle wurden 23 geliefert. Ist das ein 23er jetzt? Das ist ein 23er Modell, ja. Die hast du jetzt schon hier stehen? Schon, ja, also das eine oder andere schon früher, aber seit den letzten 5 Monaten liefert Cube schon 23er Modelle. Und das ist wirklich bemerkenswert. Der Service, kriege ich Ersatzteile bei Cube gut? Ersatzteile, je nachdem. Wir haben ja immer als Kernbauteil den Rahmen, der von Cube selber kommt. Aber so Spezialbauteile, die kriege ich auch etwas länger? Durchaus. Das ist immer eine Frage des Produktes. Dadurch, dass sie viele Komponenten selber haben, es gibt die Griffe im Portfolio, es gibt die Vorbautensysteme, es gibt den Sattel. Also der Zubehörbereich von Cube ist ja sehr, sehr groß. Das heißt, auch dahingehend bekommen wir eigentlich immer ganz gut halt auch ein Ersatzprodukt. Zum Beispiel hier der Gepäckträger ist ja sehr, sehr speziell. Also da bin ich darauf angewiesen, dass ich den kriege. Also das ist da. Also Cube, letzte Frage, hier steht eine 2 drauf. Was hat das für eine Bewandtnis? Hier geht es einfach um den Einsatzzweck. Das heißt, die Räder werden ja klassifiziert nach ihren Einsatzmöglichkeiten. Da steht dann zum Beispiel drin, was darf ich mit dem Rad machen, was nicht. Also nicht in den Bikepark, darf ich einen Absatz springen, Einsatzzweck, das wird darüber geregelt. So, das ist wahrscheinlich Straße, ein bisschen Schotter, das steht da genau drin. Waldwege, damit Waldwege. Keinen Drop oder sonstiges, also... Also die Gewährleistung richtet sich quasi nach dem Einsatzzweck. Ja. Ich kriege ja jedes Rad kaputt. Das ist so ein bisschen wie beim Auto, was denn praktisch nicht für, den Ring freigegeben ist. Ja. Genau. So, da sind wir bei WeCycle, ein ganz tolles Unternehmen, was ich schon seit Jahren begleite. Und der Nico hat gesagt, du Sven, erwähn doch mal, dass die Leute die Abonnieren-Taste drücken sollen auf deinem Kanal. Du hast nämlich auch einen eigenen Kanal, genau. Der heißt WeCycle und den findet man überall. Den findet man so gesehen überall. Wir sind auf Instagram, Facebook, YouTube natürlich halt auch, gerade in der Verbindung mit den Videos von dir. Aber generell gilt ja auch für deinen Kanal, abonnieren, nicht die Glocke drücken.
Nee, ihr könnt die Glocke drücken, ihr müsst aber nicht. Aber drückt den Abo-Knopf von German Television, denn wir haben nur 3% Abonnenten. Das soll bald mehr werden. Fast 9 Millionen Zuschauer in 90 Tagen. Einzelne Zuschauer und nur 3%, nur 300.000 Abonnenten. Vielen Dank, Nico. Heute ist der 3. Februar. Euch gibt es zweimal, nämlich in Riegelsberg und St. Wendel und auf www.recycle.de. Und vergesst bitte nicht das Thema Fahrradleasing. Du arbeitest mittlerweile, glaube ich, mit fast allen Anbietern zusammen. Das sind, glaube ich, mittlerweile über 10. Kann das sein? Wir haben jetzt, glaube ich, 15 mittlerweile. Es kam jetzt noch ein großer mit hinzu. Also es werden ständig mehr. Also egal, was der Arbeitgeber gewählt hat an Rahmenvertrag, ihr könnt Bikes leasen. Beschäftigt euch damit. Ganz wichtig, denn ihr könnt viel Geld sparen im Einzelfall. Richtig, genau. Wir haben auch dazu ein Video gemacht, auch mit einem der Partner, der das über uns komplett abgewickelt hatte, mit Deutsche Dienstrad in dem Fall zusammen. Also auch das ein interessantes Video. Tschüss. Ciao. Freitagabend. Ich fahre jetzt nach Hause. Ciao. Ciao.